Ja, hallo und guten Abend, liebe YouTuber und Leute, die meine Filme sich dafür interessieren. Ja, ich möchte heute mal über ein Thema kurz diskutieren oder referieren, was viele auch immer wieder beschäftigt. Sterbehilfe, Suizid. Das ist immer wieder ein Thema. Ich bin schon oft gefragt worden, was macht die Wirbelsäulenseele, wenn jemand einen Suizid begeht? Wenn jemand selbst dann seinen Freitod wählt? Schadet das der Seele? Muss man das irgendwie später in einem weiteren Leben verarbeiten oder was läuft da? Und ich kann da nur so viel dazu sagen, wie, wann und auf welche Art und Weise, dass jemand stirbt, spielt für die Seele in dem Sinne keine Rolle. So oder so ist eigentlich ja alles vorbestimmt. Und die Seele hat sich diesen Menschen und diesen Körper so ausgesucht, was er da in diesem Körper, in diesem Leben ausleben oder leben will. Stirbt man durch einen Unfall, stirbt man durch eine schwere Krankheit oder eben, wie gesagt, stirbt man durch einen Suizid, oder auch, was immer wieder jetzt länger, immer mehr aktuell ist, mit begleitender Sterbehilfe durch diese Sterbehilfeorganisationen, wenn man schulmedizinisch unheilbar krank ist, sei es Exit, sei es Dignitas oder was auch immer, was da in der Schweiz angeboten wird und auch erlaubt ist. Für die Seele selbst spielt das in dem Sinne, wie gesagt, keine Rolle. Weil man muss nicht irgendwie denken, hey, mache ich da was Falsches oder mache ich da irgendetwas so, dass ich es später irgendwo in einem weiteren Leben verbüßen muss oder mich dem widerstellen muss oder was auch immer. Und dem ist nicht so, weil die Seele, die Wirbelsäulenseele, die wertet und die urteilt nicht. Also in dem Fall muss man sich da keine Gedanken machen. Was aber in diesem Zusammenhang zu sagen ist, das, was ich mich erst gerade kürzlich entschlossen habe, dass ich nicht mehr oder überhaupt nicht mit Klienten arbeite, die sich bei einer Sterbehilfe, sei es Exit oder Dignitas oder was auch immer, angemeldet haben, wo dort Mitglieder sind. Weil viele denken jetzt, ja, aber Christian, das spielt doch gar keine Rolle, das hat keinen Verlauf auf die Heilung oder was auch immer, wenn jemand zu dir kommt. Dem muss ich halt ein bisschen widersprechen. Das ist meine persönliche Ansicht. Wenn jemand entschlossen ist, dass es für ihn eine Möglichkeit und eine Heilung, egal wie schwer oder unheilbar oder was auch immer eine Krankheit ist, entschlossen ist, dass er zu mir kommen will, ist auch von meiner Seite her ganz klar, ich gebe immer das Höchste voraus. Das Höchste vorausgeben heißt eine Heilung, so Gott will. Das bestimme nicht ich oder wer auch immer, sondern das ist eine Sache, die der liebe Gott mit dieser Wirbelsäulenseele in dem Sinne ausmacht. Und wenn das so sein soll, dass dieser Mensch, dieser Klient, wie ich dem sage, geheilt werden darf,
ist es wunderschön. Und das ist das, was ich auch immer, immer vorausgebe. Jeden Klienten, der zu mir kommt, sehe ich gesund, egal in welchem Zustand oder in welcher Phase einer Krankheit er bei mir ist, sich bei mir anmeldet oder so, wie ich ihn hier in der Praxis antreffe. Ich sehe jede Wirbelsäulenseele, jeden Menschen gesund. Das ist das Höchste, was ich dieser Person schenken und geben darf, meine Einstellung. Wenn jetzt aber schon jemand zu mir kommt, nach dem Motto, nützt es nichts, okay, dann kann ich immer noch meine Hintertüre nehmen und zu Exit gehen. Das ist nicht die Einstellung, die ich von meinen Klienten wünsche. Der steht nicht voll und ganz hinter seinem Tun, und wenn es dann nicht so läuft, wie es laufen soll, dass er sofort die Hintertüre nehmen kann und aus seinem Leben aussteigt. Sorry, da muss ich sagen, wenn jemand so denkt, dann hat er bei mir in der Praxis leider nichts verloren. Weil das ist gegen meine Philosophie, das ist gegen mein Denken mit dem höchsten Gut, wie ich denke gegenüber dem Klienten. Das stimmt so nicht überein. Also, liebe Zuhörer, ob es jemand eben auch via Sterbehilfe aus dem Leben scheidet oder mit einem Suizid von sich aus oder durch einen schweren tragischen Unfall oder über das ganz normale natürliche Ableben, spielt in dem Sinne keine Rolle. Also, ich danke dir fürs Zuhören und wie gesagt, das ist meine Meinung, das ist meine Einstellung und jeder darf dazu seine Einstellungen haben. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.